Mädels, hier ist Teil 2 des Haarfragen-Videos. Ich würde sagen, ich rede jetzt nicht lange rundrum, sondern fange einfach an. Und mein Laptop, der steht hier wieder links neben mir, deswegen nicht wundern, wenn ich da drauf gucke, beziehungsweise immer rüber gucke. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Erste Frage: Missy Richter, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß nicht. Kann man mit der Direction-Farbe irgendwas machen, dass sie nicht so schnell rauswäscht? Also ich würde jetzt sagen, ganz ehrlich, nein, es gibt nichts. Ich hatte ja in dem anderen Video bereits erwähnt, dass man sich vielleicht den Farbton, den man sich auswählt, also ob das jetzt pink ist oder rot, halt nicht gleich so ein helles Rot oder so ein helles Pink, sondern dann doch etwas dunkleres und das hält dann halt länger und hält ein paar Haarwäschen länger stand, aber jetzt direkt was, dass es nicht rauswäscht, würde ich jetzt sagen, gibt es nichts, weil das ist ja eine Geltönung und die geht halt ziemlich schnell raus. Carmen Ottenrott fragt, welches Glätteisen, wie werden die Haare nach dem Waschen trotzdem glätten, schön weich, ohne auszusehen wie Stroh, danke. Also erstmal, die Haare werden nicht aussehen wie Stroh, wenn du Hitzeschutz verwendest. Vielleicht ein Hitzeschutzspray mit noch so Glättungseffekt. Da gibt es ja eigentlich ganz viele, also von günstig bis teuer, sag ich mal, gibt es ja verschiedene. Und wenn du das vorher reinmachst, denke ich mal, werden die Haare dann nicht mehr so strohig aussehen. Und welches Glätteisen ich benutze, ich habe, was habe ich für eins? Hab ich halt. Das hier, das habe ich mal gekauft beim Friseur. Ich hatte vorher eins von Remington, das fand ich aber nicht so gut. Und da, wo ich immer meine Haare schneiden lassen habe, im Nova Aventis bei Cut and Colors, da habe ich mir das geholt und die haben das dort benutzt und da war ich sehr zufrieden. Das kostet 40 Euro. Und professionelles Glätteisen mit Keramiktechnologie, gefederte Heizplatten, bla 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 bla. Also, das benutze ich. So, nächste Frage. Christine Hoff, wie tupiere ich meine Haare, dass es auch am Hinterkopf super aussieht und nicht immer so ein Loch entsteht? Ich sag mal, das ist jetzt schwierig zu erklären. Also, ich werde dazu auf alle Fälle ein extra Video machen und da zeige ich dir dann genau, Christine, wie du das am besten hinbekommst, dass das nicht gleich so, ich sag mal, wie Vogelnest aussieht. Und ja, mit Abteilen macht man das nämlich auch. Das zeige ich dann halt nochmal. Dann Steffi Weimann, kannst du vielleicht ein paar Tipps und Tricks zu schnellen Hochsteckfrisuren geben, beziehungsweise zeigen, es gibt Tage, da will einfach nichts gelingen, beziehungsweise es muss schnell gehen. Also bei mir muss es auch öfters schnell gehen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der frühs, ich sag mal, eine Viertelstunde für seine Haare braucht. Also in 5 Minuten, da muss die Sache erledigt sein. Ich bin da ein bisschen faul, deswegen habe ich da schon so ein paar Tipps, aber es ist jetzt auch schwierig zu zeigen, weil sonst würde das Video zu lang. Ich denke mal, das mache ich dann auch in einem extra Video. Auf alle Fälle ist, wenn ihr mal so einen sogenannten Bad Hair Day habt, so eine Frisur, wie ich heute habe, sehr praktisch. Einfach hinten zusammengeknotet, ein bisschen hoch, na, ich nenne es mal hochgewurstelt. Und zum Beispiel ein Tuch rein oder ein Haarreifen und das macht dann auch schon viel aus und geht halt wirklich schnell und ziemlich einfach. Habe ich jetzt meine, habe ich meine Haare ruiniert. gut. Machen wir weiter. Svenja Mäuschen. Irgendeine besondere Haarkur oder ein Tipp, was die Haare wieder glatt und seidig macht und nicht mehr so strohig aussehen lässt. Also wenn die Haare strohig sind, ist das ja ein Zeichen, dass Feuchtigkeit fehlt oder dass sie halt oft gefärbt wurden und deswegen die Schuppenschicht dolle aufgeraut ist oder sie einfach nur kaputt sind. Also da hilft entweder nur mal Spitzen schneiden oder direkt mal eine Feuchtigkeitskur, eine intensive. Meine Strähne richten hier. Eine intensive Feuchtigkeitskur. Aber welche jetzt genau? Also, ich nehme immer. Steht das hier rum? Nee. Ich nehme immer von Rätgen so eine Sprühkur hinterher. Das ist so ein Feuchtigkeitscontainer. Die habe ich auch in meinem Haarpflege- und Routine-Video, habe ich die gesagt.
welches ich da nehme. Das kann ich dir dann unten in der Infobox verlinken, kannst du mal gucken. Also die ist wirklich gut und ich finde dadurch werden die Haare schön glänzend und sind dann nicht mehr so fitzig und gehen auch leichter durchzukämmen und werden mit Feuchtigkeit versorgt. Also finde ich gut. So, nächstes. Mercedes Zimmermann. Hey Jenny, erstmal ein dickes Like für deine Seite. Dankeschön. Also ich muss Anfang des Jahres meine schönen Haare wegen Extremspitz abschneiden lassen und suche jetzt innerhalb 2 Wochen Extensions zum Reinklicken. Günstig, wenn es geht, weil momentan Zero Money, danke im Voraus. Ich sag mal, günstig ist Ansichtssache. Für die einen ist das günstig, für die anderen das. Also ich finde die Extensions von Forlocke, die trage ich auch selber, die finde ich, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also da brauchst du für eine komplette Verlängerung 2 Tressen. Die kosten je 80 Euro. Ich verlinke dir die Seite unten in der Infobox, da kannst du einfach mal schauen. Und mit denen bin ich eigentlich sehr zufrieden und die sind auch nicht so teuer. Vanessa, wie bekomme ich meine Haare so glatt geföhnt, dass ich kein Glätteisen mehr brauche? Und bei wie viel Grad bekomme ich auch mit dem Glätteisen schöne Locken hin? Haare glatt föhnen, sodass sie mit dem Glätteisen, also es kommt erstmal auf deine Haarstruktur an, auf deine eigene Haarstruktur. Und glatt föhnen. Warte, okay, Moment. Ich würde sagen, ich zeige es mal. Also sagen wir, hier haben wir jetzt eine Rundbürste. Wenn du jetzt die Rundbürste nimmst und föhnst deine Haare, ja, und den Föhn jetzt hier aufsetzt, dann dreh die Rundbürste nicht so nach unten, sondern halte den Föhn drauf und zieh einfach die Haare mit der Bürste. Einfach nur ziehen und nicht immer diese Bewegung, weil dadurch werden sie zwar auch geglättet, aber kriegen dann Volumen bzw. eine leichte Rundung. Also einfach nur die Haare ziehen und dadurch werden die geglättet. Nicht so extrem lange auf eine Stelle halten, immer schön einfach nach unten ziehen. Das sind halt so ein paar Tricks, also ich weiß nicht, ich glaube, das mache ich lieber dann in so ein paar extra Videos, wenn ich euch dann mal zeige, was ich über eine Frisur oder Haare föhnen oder so, so ein paar kleine Tipps, die euch dann vielleicht weiterhelfen. Ist immer schwierig, das jetzt hier so einfach zu erklären. Und bei wie viel Grad bekomme ich auch mit dem Glätteisen schöne Locken hin? Da reichen 180 Grad aus, wenn du ganz normale europäische Haare hast. Bei Extensions kannst du auch ein bisschen mehr nehmen. Ansonsten sollte das damit eigentlich gut klappen und kein Problem sein. Jessica Ruke. Haare von dunkel, in Klammern dunkelbraun, auf zum Beispiel rot färben, ohne blondieren. Ich sage jetzt mal nein. Also es gibt ja verschiedene Varianten. Du könntest jetzt deine Haare, das nennt sich heller färben, also mit einer heller Färbung. Aber ich glaube, das geht nur bei Naturhaaren. Also wäre ja dann nur zum Beispiel dein Ansatz hell, das wäre ja Quatsch. Oder halt eine Blondierwäsche. Da ist aber auch, wie gesagt, Blondierung dabei. Also weiß ich nicht, wenn du jetzt vielleicht ein ganz dunkles Rot willst oder so, dass die Haare nur schimmern, dann würde es vielleicht auch so gehen, aber ich würde jetzt dir ja, blondieren. Wenn du das knallig willst, würde ich dir schon empfehlen. Katja Suku. Hallo Jenny, ich schneide mir meine Haare meist selbst und habe die eine Seite immer ausrasiert. Zurzeit habe ich dort blond und mit Leo-Muster. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Meine Frage ist da jetzt an dich, ob meine Haare da eine bestimmte Länge benötigen und was ich am besten für einen Pinsel nehmen kann. Oder gibt es da spezielle Pinsel und sowas zu machen? Oder nimmt man da Schablonen und kann man eigentlich auch auf längeres Haar ein Muster machen? Also, dass das Muster bei dir nicht richtig funktioniert hat, kann verschiedene Ursachen haben. Und zwar einmal, dass du so, ich nenne das immer Stiebelhaare hast. Also bei manchen, wenn man die Seite dann abrasiert, also erstmal müssen die Haare wirklich sehr kurz sein, wenn man das halt richtig ordentlich sehen soll. Ich sag mal, 3 mm war zum Beispiel meine Seite immer und da sieht man das einfach am besten und das, der Effekt, also von dem Muster sieht einfach viel besser aus, als wie wenn das jetzt zum Beispiel 12 mm sind. Und bei manchen halt, da stiebeln die Haare so ab und da ist es schwierig, das irgendwie drauf zu färben, beziehungsweise dass das dann hinterher auch schön aussieht. Dann kann es sein, dass deine Haarstruktur nicht so dicht ist. Also bei manchen, die haben ja vorne, ich nenne es mal so Babyhaare. Also ich zum Beispiel habe das nicht. Bei mir ist das richtig eine ordentliche Kontur, also die ist gut sichtbar und die Haare sind sehr dicht und wenn die Haare nicht dicht sind, dann nicht dicht
sind, dann sieht man das auch schlecht oder das bleibt dann mehr auf der Kopfhaut. Und wenn das dann weggeht, dann ist das Muster sehr unsauber, sieht das aus. Und wenn du es machst, empfehle ich dir, nimm Haarspray, sprüh das vorher an die Seite dran. Also wenn du das aufblondiert hast, sprüh das an die Seite dran. Und klatsch das so am Kopf an, drück das so runter und mal das dann auf. Also ich nehme zum Malen entweder ein Wattestäbchen, also Schablonen kenne ich jetzt nicht. Man könnte zum Beispiel für einen Stern sich eine Schablone schneiden oder für ein Herz oder was weiß ich. Aber für Leo-Muster mache ich eigentlich immer freie Hand. Ich tue mir dann zum Beispiel so ein Tuch daneben und gucke dann immer mal so ein bisschen, wie das Muster aussieht. Man kann auch einen Pinsel nehmen, ganz einfach solche, so, die man auch na, zum Lidschatten auftragen nimmt, so solche Applikatoren. Haben wir in hier. Jetzt zum Beispiel, kann man sagen, wie zum Beispiel so einer hier. Der ist dann, eignet sich eigentlich auch ganz gut. Und kann man auch eigentlich auch ein längeres Haar im Muster machen. Ja, kann man auch. Da teilt man sich dann die Strähne ab, klebt dann zum Beispiel Pappe drunter, macht das mit Klebestreifen fest, macht wieder Haarspray an die Strähne dran. Das muss natürlich jedes Haar richtig doll akkurat sein. Und dann kann man das auch ganz einfach oder weniger einfach da drauf malen. Aber würde ich vorher vielleicht mal üben, als wie jetzt das einfach zu so probieren. Und dann hat man vielleicht hier auf seinen langen blonden Haaren oder so dann Flecken. Also lieber vorher das vielleicht auf der Pappe oder wo auch immer ausprobieren. So, nächste Frage, Spuri Santana. Vielleicht ein paar Pflegetipps für die Damen unter uns, die eine Haarverlängerung haben. Echthaar, was man gegen das Verfutzen machen kann, was zu beachten ist. Also wenn ihr eure Haare wascht, dann wascht die niemals über Kopf. Wenn ihr Shampoo verwendet, dann knetet das Shampoo von unten so in die Haare ein, also rubbelt das nicht. Dann würde ich sagen, also mindestens nach einem Monat oder auch zwei würde ich euch empfehlen, bei der Friseurin oder Friseur, wo ihr das reinmachen lassen habt, macht einen Reinigungsschnitt. Also bei mir, ich wusste das auch nicht, wo ich mal eine Haarverlängerung hatte mit Bondings. Da habe ich immer dahin so dran rumgemehrt und habe das so auseinandergerissen. Aber das ist nicht gut für die Haare, weil wenn ihr das dann rausmacht, dann sind die Haare ja gerissen. Und das ist einfach besser, wenn das, wie gesagt, ein Reinigungsschnitt. Da wird zwischen den Bondings, jedes Bonding für Bonding, werden die Haare da ordentlich mit einer Friseurschere durchgeschnitten. Und das ist auf alle Fälle besser für die Haare. Und wenn ihr das rausmacht, verfitzen die nicht so. Das würde ich auf alle Fälle machen. Dann in der Nacht, wenn ihr schlaft, einen geflochtenen Zopf machen. Am besten ein Satin-Bettwäschekissen, weil da die Reibung einfach nicht so groß ist, wenn den Haaren die Haarstruktur nicht so aufgeraut wird. Sonst noch irgendwas? Naja, halt viel pflegen, auch Spülung mit reinmachen. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst sind die einfach oft zu trocken. Eine spezielle Extensions-Bürste verwenden, habe ich jetzt hier. meine, die sieht jetzt gerade nicht vorbildlich aus, ja, mit den Haaren, aber das ist so eine spezielle Extensions-Bürste, Roger Para-Bürste. Die benutzen, Haare wirklich täglich durchkämmen. Versuchen immer die Haare zu kämmen, weil sonst entstehen in den Unterhaaren, also unten drunter, entstehen dann Fitze und das dann wieder rauszukriegen, ist Katastrophe. Also ich hatte auch mal eine sehr schlechte Haarverlängerung, da kann ich mich noch erinnern. Die habe ich, also das waren dann richtige Knoten und ich habe die richtig selber schon durchgerissen. Also das war Katastrophe. Ich war so froh, wo ich die dann draußen hatte, aber ich glaube, das lag auch einfach daran, weil ich die irgendwie falsch gewaschen habe oder irgendwie das falsche Shampoo verwendet habe oder so. Also es war Katastrophe einfach nur. Eine machen wir noch. Ich habe dickes, welliges Unterhaar. Charlotte fragt das. Und ich hasse das. Deswegen glätte ich meine Haare jeden Tag, weil ich glatte Haare einfach liebe. Wenn es regnet, sind die Haare sofort wieder lockig. Frühs, wenn ich aufstehe, sind sie nicht mehr schön glatt. Und allgemein sind meine Haare total kaputt. Deswegen musste ich sie schon schneiden lassen. Was kann ich machen, dass die bei jedem Wetter glatt bleiben und wie kann ich die besser pflegen, weil die Pflegeprodukte, die ich bis jetzt hatte, waren nicht so gut. Also ich kann dir Pflegeprodukte vom Friseur empfehlen, auf alle Fälle dann mit Anti-Friss-Effekt. Ich habe jetzt kein direktes, musst du dich vielleicht mal dann in so einen Friseurshop oder so, fragst einfach mal die Verkäuferin, die kann dich da bestimmt sicher gut beraten. Und Haare haben die Eigenschaft, die sind hydro oder hydrophil oder so.
Ich weiß jetzt nicht genau den Begriff. Also sorry für die Leute, die hier manchmal zugucken und dann immer es ganz genau nehmen. Wie ihr sagt, ich bin Azubi und ich merke mir auch bloß nicht alle Sachen, ja. Also Haare haben die Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und die kriseln dann und dagegen kann man eigentlich nicht wirklich viel tun. Das ist einfach die Beschaffenheit der Haare. Man könnte zum Beispiel wie jetzt mit einem GHD-Kletteisen, was wirklich richtig super ist, das verschafft einfach so eine extreme Glättung der Haaroberfläche. Also die sind auch, zumindest war es bei mir so, 2 bis 3 Tage waren die wirklich richtig dolle glatt. Also die, weiß nicht, haben auch ganz doll geglänzt und waren sehr glatt. Also es ist eine wirklich sehr intensive Glättung mit so einem GHD-Kletteisen. Also vielleicht auch darauf achten, dass er jetzt nicht so ein schlechtes Glätteisen habt. Also das muss auf alle Fälle Keramikbeschichtung haben. Und ja. Besser pflegen. Naja, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. Einfach mal nachfragen im Friseurladen. So, ich würde sagen, das war es eigentlich schon mit Teil 2. Ich habe noch viele andere Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ja, ich sehe heute schon ein bisschen müde aus. Es ist schon spät. Und ich muss morgen wieder ganzzeitig aufstehen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, einen haarsträubenden Abend. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.